When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-me-pumps. Soul Diva Amy Winehouse stirbt mit 27 Jahren. Die britische Sängerin Amy Winehouse, eine der erfolgreichsten Soul-Sängerinnen der Gegenwart, ist tot. Die Leiche der 27-Jährigen sei am Samstag in ihrer Wohnung im Norden Londons gefunden worden, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Musikkritiker bezeichneten Amy Winehouse als eines der größten Musiktalente der Gegenwart. Ihr zweites Album, Back to Black, hatte sich mehr als 10 Millionen Mal verkauft. Sie heimste 5 Grammy Awards dafür ein. Go on, baby, run it. Winehouse hatte im Falle eines erfolgreichen Comebacks die Veröffentlichung eines dritten Albums geplant. Viele Musikerkollegen zollten der Sängerin über den Kurznachrichtendienst Twitter Tribut. Mick Hucknall von der Gruppe Simply Red würdigte Amy Winehouse als bei weitem beste britische Sängerin aller Zeiten und sprach von einem tragischen Verlust. Am Abend versammelten sich an der Polizeisperre vor dem Haus von Winehouse immer mehr Fans und Schaulustige. Einige legten Blumen nieder. Winehouse hatte das Haus erst vor kurzem gekauft und renoviert. Me. Die Sängerin hatte während ihrer kurzen Karriere wiederholt mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen. Neben Alkohol soll sie unter anderem auch Crack konsumiert haben. Vom Rauchen der Droge soll sie Lungenprobleme bekommen haben. Zuletzt war Amy Winehouse bei einem Konzert ihrer Comeback-Tour in Serbien aufgefallen, wo sie mehrmals die Bühne verlassen musste und Teile ihrer Songs mit schwerer Zunge vortrug. Die Fans buhten sie aus. Die Tournee wurde später abgebrochen. Ihr Management gab bekannt, Amy Winehouse bekomme alle Zeit, die sie benötige, um wieder arbeitsfähig zu werden. Amys Vater Mitch, ein ehemaliger Londoner Taxifahrer und inzwischen selbst als Jazzsänger in der Musikszene aktiv, soll nach britischen Medienberichten erst Stunden nach der Öffentlichkeit vom Tod seiner Tochter erfahren haben. Er befand sich in einem Flugzeug nach New York, wo er bei einem Konzert auftreten sollte. Back.
So, yeah, thank you again for coming out, and for coming at all, you know, because last time I missed them shows, because I lost my fang, I lost it. I bit down on an ice cube. I'm serious. I bit down on an ice cube, and I already had a feeling. Just came out. Just came out. I had to pull it out myself. I had to pull it out because it was hanging off.